Welches Micellenprodukt ist das Richtige für eure Haut? Du erklärst es jetzt schon mit Chemie, oder? Ja, natürlich. Freunde der Sonne, ich bin's wieder, Mai, eure Chemikerin des Vertrauens. Aber ich dachte, ich bin die Chemikerin. Micellenwasser, Micellengel, Micellentücher, Micellenshampoo. Ist das jetzt eine neue Technologie oder einfach nur ein Marketingtrick? Das habt auch ihr euch gefragt. Alles, was ich dazu bisher gelesen habe, ist entweder sehr vage oder schlicht und einfach falsch. Das ist eine Schande. Und deswegen wird es jetzt Zeit für dieses Video. Wir werden heute lernen, wie man Inhaltsstoffe liest, damit ihr in Zukunft im Drogeriemarkt selbst entscheiden könnt, was gut ist und was nicht. Fangen wir erstmal an mit dem Namen Micellenwasser. Diese Bezeichnung ist aus chemischer Sicht nicht gerade sinnvoll. Entschuldigung, aber nicht gerade sinnvoll? Eine völlige Sobald wir Seife, sprich Tenside, haben, haben wir auch Micellen. Denn Micellen sind nichts anderes als Gruppierungen von Tensiden in Wasser. Tenside habe ich schon mal in unserem Video zur Tide Pod Challenge erklärt. Aber heute gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail, denn ich möchte ja, wie gesagt, dass ihr das hier alles besser versteht. Genau, und dafür brauchen wir Chemie. Jo. Tenside sind Moleküle, die grob so aussehen. Der eine Teil, genannt Kopf, liebt Wasser. Das heißt, er ist polar und hydrophil. Der andere Teil, genannt Schwanz, hasst Wasser. Das heißt, er ist unpolar und hydrophob. Man kann es auch netter ausdrücken und statt hydrophob lipophil sagen, also statt wasserhassend, fettliebend. Tenside sind amphiphil, das heißt sowohl fettliebend als auch wasserliebend, obwohl Fett und Wasser ja sonst nicht zusammengehen. Zu diesen Micellenprodukten habe ich inzwischen auch folgende chemische Erklärung gelesen, nämlich, dass die Tenside mit ihren hydrophilen Köpfen an das Wattepad binden, sodass die lipophilen Schwänze nach außen gucken und den Dreck dann wie einen Magneten anziehen. Aber das ist Quatsch. Tenside formieren sich zwar tatsächlich gerne in geordneten Strukturen, das aber nur auf molekularer Ebene. Genau genommen machen sie zwei Sachen, wenn man sie in Wasser schmeißt. Nämlich erstens, Tenside formieren sich an der Oberfläche. Dabei schauen die hydrophilen Köpfe nach innen zum Wasser und die hydrophoben Schwänze nach außen. Dadurch stabilisieren sie die Grenzfläche zwischen Wasser und Luft, weswegen Seifen auch so schön schäumen. Zweitens, Tenside formieren sich zu Micellen. Das passiert dann eben nicht an der Oberfläche, sondern im Innern. Micellen können kugelförmig sein oder stäbchenförmig oder wurmförmig. Hauptsache, die hydrophilen Köpfe schauen nach außen zum Wasser und die hydrophoben Schwänze müssen nichts mit dem Wasser zu tun haben, da sie es ja nicht mögen. Was sie stattdessen mögen, ist Dreck, Schmutz, Make-up, Fette, Öle, also alles, was sich nicht so gut in Wasser löst. Das alles wird an dem Innern der Micelle eingeschlossen und mit dem Wasser weggewaschen. Also, hier sind Tenside drin. Deswegen sind hier auch Micellen drin. Wo Micellen draufsteht, sind also auch Micellen drin. Genauso aber auch in allen anderen tensidhaltigen Produkten. Was auch immer neu ist an dieser Micellentechnologie, die Micellen sind es schon mal nicht. Denn Micellen gibt es schon genauso lange, wie es Seife gibt. Ich hab ja gesagt. Aber ist denn wenigstens irgendetwas neu oder besonders an diesen Micellenprodukten? Oder kaufen wir nur die gleichen Produkte unter einem anderen Namen? Vermarktet werden die Micellenprodukte folgendermaßen. Erstens, sie sollen besonders mild sein zur Haut. Und zweitens, sie sollen besonders effektiv reinigen. Und tatsächlich gibt es verschiedene Arten von Tensiden, die verschieden mild und verschieden effektiv sind. Es gibt drei verschiedene Tensidklassen, die in Gesichtsreinigungsprodukten verwendet werden. Nummer 1, anionische Tenside. Liebe Nicht-Chemiker, keine Sorge, es kommen gleich ein paar chemische Strukturen, aber die müsst ihr nicht im Detail verstehen, denn ich sage euch, auf was ihr achten müsst. Die meisten Tenside sind anionische Tenside. Anionisch steht für die negative Ladung hier hinten. Anionische Tenside sind am billigsten herzustellen und sie haben von allen Tensiden die stärkste Reinigungskraft. Denn anionische Gruppen sind besonders gut in Wasser löslich, sodass der Schmutz besonders gut mit dem Wasser entfernt wird. Aber anionische Tenside sind auch gleichzeitig die aggressivsten Tenside. Sie reizen die Haut, sie brennen in den Augen. Es hat auch was mit dem pH-Wert zu tun. Unsere Haut hat einen leicht sauren pH-Wert von 5,5. Anionische Tenside haben in der Regel einen leicht basischen pH-Wert von etwa 8. Was zur Reizung beiträgt. Wenn also ein Produkt behauptet, besonders mild zur Haut zu sein, dann sollten anionische Tenside entweder gar nicht drin sein oder sie sollten relativ weit hinten in der Inhaltsstoffliste stehen, denn die Inhaltsstoffliste ist nach Menge geordnet. So, wie erkennt ihr jetzt anionische Tenside auf der Inhaltsliste? Das mit Abstand häufigste anionische Tensid ist Sodiumlauretsulfat. Das hier gibt es auch manchmal, allerdings wird es nicht so oft und auch nicht so viel verwendet. Und auch alle Naturseifen, die aus 100% Kokosöl oder 100% Olivenöl, Avocadoöl hergestellt werden, sind
auch zu 100% anionische Seifen und gehören hier auch dazu. Also anionische Tenside sind am besten, um euer Make-up zu entfernen, vorausgesetzt ihr habt eine unempfindliche Haut. Dann gibt es noch kationische Tenside, die sind positiv geladen. Vorteil, ihr pH-Wert ist leicht sauer und damit eher pH-hautneutral. Wiederum sind sie teurer in der Herstellung und können schädlich für die Umwelt sein. Und in Gesichtsprodukten werden sie ohnehin eigentlich nicht verwendet, deswegen können wir sie an dieser Stelle erstmal ausklammern. Nummer 2. Nicht-ionische Tenside. Nicht-ionisch heißt, die hydrophilen Gruppen sind nicht geladen, daher sind nicht-ionische Tenside auch besonders mild. Allerdings haben sie auch die schwächste Reinigungskraft. Der hydrophile Teil kann zum Beispiel ein Zuckermolekül sein. Man erkennt sie meistens in der Inhaltsliste als Glucosid, steht dann am Ende, oder Sucrose, Sucrose ist drin. Nur Vorsicht, Glyceryl-Glucosid ist ausnahmsweise kein Tensid, sondern ein Feuchtigkeitsspender, weil Glycerin keine lange Fettgruppe ist, sondern ein kleineres Molekül. Der hydrophile Teil kann auch so aussehen, diese Gruppe nennt man PEG, PEG, und entsprechend erkennt ihr sie auch in der Inhaltsliste. Pegylierte Tenside sind allerdings umstritten, weil bei deren Herstellung kürzere freie PEG-Ketten entstehen können, die in die Haut eindringen können und schädlich sein könnten. Und dann gibt es noch Poloxamere, das sind die mildesten, aber auch die mit der schwächsten Reinigungskraft. Ohne Chemiker zu sein, seht ihr auf den ersten Blick, dass der hydrophobe Teil und der hydrophile Teil bei Poloxameren sehr ähnlich aussehen. Der Polaritätsunterschied ist also nicht besonders groß, deshalb sind das auch nicht die stärksten Tenside. Nicht-ionische Tenside sind also sehr mild, geeignet für sensible Haut, allerdings entfernen sie das Make-up auch nicht so gut wie anionische Tenside, müssten also in der Inhaltsliste relativ weit vorne stehen, man braucht relativ viel davon, um eben effektiv reinigen zu können. Jetzt gibt's aber noch eine goldene Mitte. Nummer 3, amphotere Tenside. Amphotere Tenside gehören auch zu den ionischen Tensiden, ihre hydrophile Gruppe ist also auch geladen. Allerdings kann sie sowohl negativ als auch positiv geladen sein, je nach pH-Wert. Amphotere Tenside sind deutlich milder als anionische Tenside, brennen auch nicht in den Augen, werden zum Beispiel in Babyshampoo eingesetzt. Sie haben außerdem eine ziemlich starke Reinigungskraft, kommen nicht ganz an die anionischen ran, aber es ist schon ziemlich ordentlich. Dafür sind amphotere Tenside auch in der Herstellung am teuersten. Es gibt zwei Schlagwörter, mit denen ihr amphotere Tenside auf der Inhaltsliste erkennen könnt. Das eine ist Ampho, das andere ist Betain. Das sind aus chemischer Sicht also die besten Tenside, mild und effektiv. So, mit diesem Wissen könnt ihr jetzt auch schon selbst beurteilen, welche Tenside, welche Micellen in Micellenprodukten drin sein sollten, damit sie eben mild und effektiv sind, nämlich entweder amphotere Tenside oder größere Mengen an nicht-ionischen Tensiden, eventuell in Kombination mit einer kleineren Menge an anionischen Tensiden. Jetzt vergleichen wir doch mal von derselben Marke die normalen Produkte mit den Micellenprodukten. Hier ist in beiden Produkten dasselbe Tensid drin. Immerhin ein amphoteres Tensid, also ein gutes Tensid. Und man muss auch sagen, die Inhaltsstoffliste ist im Micellenprodukt deutlich kürzer als hier, was auch ein Vorteil sein kann für sensible Haut. Aber hier ist eine Mischung von Tensiden drin, in beiden Produkten dieselben, auch in derselben Reihenfolge, und auch sonst sehe ich nicht viel wesentlichen Unterschied. Und hier sind in dem normalen Produkt sogar bessere Tenside drin als bei den Micellen, wenn man so möchte, nämlich mehr Amphotere. Fazit, das Neue an Micellentechnologie sind nicht die Micellen und auch nicht die Inhaltsstoffe, sondern vor allem das Marketing. Wie gut sind eure Tenside zu Hause? Habt ihr euch gute Produkte ausgesucht? Schaut es nach, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Themenvorschläge habt, auch gerne damit in die Kommentare. Ah, die Endcard. Freunde, wir sehen uns in der Endcard. 2, 3 und helft mir beim Grimme Online-Preis. Ich schwöre, es ist das letzte Mal, dass ich euch frag. Ich brauche eure Vote. Falls ihr schon abgestimmt habt, ignoriert das hier. Aber falls noch nicht, Freunde, helft mir. Zum Voten ist jetzt auch die allerletzte Chance. Das Voting geht nur noch ein paar Tage. Deshalb verzeiht mir, wenn ich's wage. Zum wiederholten Mal euch frage. Noch einmal frage. Wollt ihr für uns abstimmen? Helft mir beim Grimme Online-Preis. Ich schwöre, es ist das letzte Mal, dass ich euch frag. Ich brauche eure Votes. Ich brauche eure Votes. Link in der Videobeschreibung.